Moin, mein Name ist Nico der Profi und ich habe heute wieder ein weiteres Ark-Video für euch am Start. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr in Ark Dinos züchten könnt, was Mutationen sind und wie ihr sogar Super-Dinos züchten könnt. In diesem Video steckt auf jeden Fall sehr, sehr viel Vorbereitungszeit drin und ich habe noch kein Video gemacht, auf das ich mich so sehr vorbereitet habe, beziehungsweise dass ich auch im Vorfeld so viel Zeit gesteckt habe. Ich habe das Ganze ein bisschen gegliedert, ähnlich wie den Anfängerguide, den ich mal gemacht habe, damit man gegebenenfalls auch zwischen den Punkten hin und her springen kann. Ich zeige euch einmal die Gliederung, beziehungsweise sag euch die einmal. Also wir fangen wirklich von Anfang an, das heißt jemand, der vielleicht 2 Tage Ark spielt und unbedingt Dinos züchten will, wird das nach dem Video auf jeden Fall können. Das heißt, ich werde euch zeigen, wie man die richtigen Dinos auswählt, die man züchten kann. Wir werden darauf eingehen, was die richtigen Werte sind, auf die man achten sollte. Ich werde euch zeigen, wie man generell die Tiere paaren kann, also was dafür nötig ist. Ich werde euch erklären, was Mutationen genau sind und was die machen, wie ihr dann auch im Umkehrschluss Mutationen überhaupt erkennen könnt. Was ihr mit denen dann machen könnt, also wie ihr die kombinieren könnt, ob ihr die stapeln könnt und wie ihr sie stapeln könnt. Dann wird es darum gehen, wie ihr die perfekten Zuchtdinos züchten könnt. Und darauf aufbauen wird es darum gehen, wie ihr euch Super-Dinos züchten könnt. Und zum Schluss gehen wir nochmal darauf ein, was Imprinten ist, also was es mit der Prägung auf sich hat. Ob das wirklich immer nötig ist oder nicht, werdet ihr auf jeden Fall erfahren. So, kommen wir zum ersten Thema und zwar, wie finde ich überhaupt die richtigen Dinos? Wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit, wo ich angefangen habe, Ark zu spielen, dann habe ich mich immer gefragt, welcher Dino ist es denn überhaupt wert, gezüchtet zu werden, weil das ist ja schon ein Zeitaufwand, den man betreibt. Und da muss man eben ein bisschen Auslese betreiben und das werden wir kurz machen. Ich werde euch erklären, wie das für PC-Spieler abläuft und wie das für Konsolenspieler bzw. auch PC-Spieler abläuft, die auf offiziellen Servern spielen. Und da habt ihr auf jeden Fall als PC-Spieler, der mit Mod spielen kann, einen sehr, sehr großen Vorteil. Und zwar gibt es das Super Spyglass, was wir jetzt hier gerade ausgerüstet haben. Und mit dem sehen wir sofort alle Werte, die ein Dino hat. Wir sehen, wie viel Level zufällig auf welchen Statuswert verteilt worden sind. Und wir nehmen uns jetzt einfach mal die Reihe Stegos hier vor uns vor. Natürlich sind das jetzt nicht unbedingt die Dinos, die ihr züchten würdet. Keine Angst, der Giga gehört uns. Der wird uns erstmal nichts tun. Und zwar könnt ihr mit dem Super Spyglass, was übrigens eine sehr, sehr geile Mod ist, einfach mal hier rausgehen und euch eben die gesamten Werte der Stegos angucken. Ihr seht also so, wie viele Punkte denn zufällig verteilt worden sind, auf welches Level. Das ist sehr, sehr wichtig. So, mein Agi ist da ein bisschen durchgedreht. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr wichtig, dass wir uns hier einmal die Stats direkt angucken können, weil so können wir sie direkt im Dododex eingeben und gucken, ob die Werte gut genug sind. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier einen Stego suchen würden, zum Bärenfarm zum Beispiel, dann wäre uns ja wichtig, dass zum Beispiel das Gewicht hoch ist und eventuell auch die Ausdauer. Ist jetzt nur ein rein hypothetisches Beispiel. Ich glaube, dass niemand Stegos wirklich züchtet. Es geht ja eher darum, dass man eben Dinos hat, um Bosse zu besiegen. Zum Beispiel oder einfach krasse Dinos hat, um einfach mal die ganzen Inseln auseinanderzunehmen. Auf jeden Fall könnten wir jetzt einfach die Werte nehmen und die einmal in den Dododex eingeben und dann würde uns der Dododex anzeigen, ob die Werte gut sind oder nicht. Und das mache ich mal einmal schnell. Es gibt hier auf dem Dododex einmal die Kategorie Tools, dann haben wir den Stat Calculator, den ich auch schon ausgewählt habe. Wir können hier einmal Stegosaurus eingeben und die Werte hacke ich mal einmal ganz kurz ein. So, ich habe das einmal alles eingegeben und dann kann man eben hier feststellen, beziehungsweise der Dododex spuckt einem dann aus, ob die Werte hoch, durchschnittlich oder eben gering sind oder eben sehr hoch. Und bei unserem Stego-Beispiel wäre der Wert sogar hier auf Gewicht sehr hoch, zumindest für sein Level 40. Ich würde euch allerdings immer empfehlen, auf jeden Fall nach High-Level-Tieren zu suchen und da eben dann versuchen, in dem jeweiligen Stat einen hohen Wert zu finden. Das kann sehr anstrengend werden, da haben wir selber die Erfahrung gemacht, weil wir gerade selber Tiere suchen für Bossfights, die wir eben züchten können, hochzüchten können. Und das kann ein bisschen dauern, bis man da den richtigen Dino findet, lohnt sich aber auf jeden Fall. So könnte man das also machen, wenn man jetzt mit der Super Spyglass Mod spielt, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, damit zu spielen, weil man auf Xbox One, PS4 oder eben auf offiziellen Servern spielt, dann bleibt einem nur eine Möglichkeit und zwar müsste man das Tier jetzt eben betäuben und dann kann man erst ins Inventar gucken und dann sieht man ja die Werte des Tieres und die kann man dann genauso eingeben im Dodex und man bekommt eben dieselben Informationen heraus. Ist auf jeden Fall alles viel, viel komplizierter und auch zeitaufwendiger, aber ist so. Also das ist so auf jeden Fall die Möglichkeit, die ihr dann habt. Alternativ könnt ihr auch einfach High-Level-Dinos zähmen und dann gucken, was davon irgendwie der höchste Wert auf Leben und Angriff ist, zum Beispiel bei Rexen dann, und die dann verpaaren, damit ihr hohe Werte habt.
Was ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr einen Dino habt, den ihr unbedingt jetzt zähmen wollt, um den dann zum Züchten bzw. zum Paaren zu benutzen, ihr müsst euch auf jeden Fall die Werte notieren, die dieser Dino direkt nach dem Züchten hat, ohne dass irgendein Level von euch darauf verteilt worden ist. Das ist ganz, ganz wichtig, weil bei der Zucht werden nur die Werte weitergegeben, die der Dino nach der Zucht hatte. Ganz, ganz wichtig, das könnt ihr zum Beispiel machen, indem ihr euch hier einen Ordner anlegt bei euch im Inventar, nennt den Zucht oder keine Ahnung was und dann baut ihr euch ein paar Notizen zusammen und dann könnt ihr hier eure Dino-Werte reinpacken, habt ihr immer parat. Ich persönlich habe das jetzt bei den Dinos, die mir wichtig sind, so gemacht, dass ich mir einfach einen Zettel geschrieben habe und habe mir den unter den Monitor geklebt. Da habe ich die immer parat, so weil wir es gerade auch für den Stream benutzen. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig, dass ihr die Werte euch notiert. Wenn ihr mit der Super Spyglass Mod spielt, ist das nicht so das Problem, weil wir gehen jetzt mal zum Giga und dann werdet ihr auch sehen, dass ihr mehrere Zahlen angezeigt bekommt. Wenn wir uns jetzt mal hier den Wert auf Angriff angucken, bei 72,9%, dann sehen wir einmal 23 und eine 33 dahinter, wenn er uns die nochmal anzeigen möchte. Und das bedeutet eben, dass 33 Punkte von uns auf diesen Dino gelevelt worden sind. 23 ist der Wert nach dem Zähmen gewesen. Habe ich ein paar Mal schon züchten gesagt? Ich meine natürlich immer Zähmen, im Moment noch. Also das halten wir einmal fest, immer schön die Werte nach dem Zähmen notieren, damit ihr wisst, welche Werte der Dino dann ursprünglich hatte. Kommen wir dann einmal dazu, welche Werte denn jetzt irgendwie die wichtigen sind für den jeweiligen Dino, den ihr züchten wollt. Das hängt natürlich immer davon ab, was ihr damit vorhabt. Wenn ihr zum Beispiel Bossfights machen wollt, wie wir jetzt auf The Island, dann haben wir uns jetzt hier Megatheriums gezähmt und da haben wir darauf geachtet, dass wir ein Dino finden, beziehungsweise ein Tier finden, was einen hohen Wert auf Leben hat und ein anderes finden, das einen relativ hohen Wert auf Angriff hat. Das haben wir jetzt hier auch geschafft. Ich zeige euch das einmal kurz. Wir haben hier bei dem Megatherium 29 Punkte auf Angriff. Das ist relativ gut. Wir haben da wie gesagt ein paar Abstriche gemacht, weil das echt hart ist, die Dinos zu finden. Und bei unserem weiblichen Gegenpart haben wir einmal 31 Punkte auf Gesundheit. Damit züchten wir jetzt, beziehungsweise versuchen eben uns ein Zuchtpaar zu erstellen, was ich euch auch noch erklären, wie das funktioniert. Auf jeden Fall sind das so die Werte, also wenn ihr für Bossfights was machen wollt, auf jeden Fall Leben und Angriffskraft. Wenn ihr die so benutzen wollt, zum Beispiel ein paar Rexe, wäre Ausdauer vielleicht noch hinzu ein ganz guter Punkt. Und wenn ihr einfach Agis braucht, die irgendwie Sachen euch hin und her schleppen könnt, dann ist bestimmt Ausdauer und Gewicht ein sehr, sehr guter Punkt. Ist also wie gesagt immer datenabhängig, was ihr vorhabt. Kommen wir schon zum dritten Punkt und zwar ist das die Frage, wie paare ich Tiere? Die Frage habe ich mir früher mal selbst gestellt, wie das am besten funktioniert und es wurde auch nochmal in den Kommentaren gestellt. Und das Schöne ist, bei Ark wurde das Ganze mittlerweile vereinfacht. Früher musste man die Tiere noch auf Wandern stellen und auf Paarung, damit sie sich paaren. Und dann musste man aufwendig ein Zuchtgehege bauen, damit sie immer schön nah genug beieinander bleiben und sich dann eben auch paaren. Mittlerweile ist es so, ihr geht nur noch auf das Auswahlrad eures Dinos, geht einmal auf Verhalten. Paarung ist jetzt hier schon aktiviert bei uns, also da aktiviert ihr einmal die Paarung. Und beim Weibchen genau dasselbe Spiel. Einmal Verhalten, Paarung aktivieren und dann geht das Ganze auch los, die Herzen blinken auf und dann seht ihr eben, dass die Dinos sich paaren. Hier haben wir auch den Fortschritt der Paarung sozusagen und bei den Megatheriums kommt dann eben kein Ei raus, weil die lebendig gebären, dann wird nochmal ein weiterer Counter eben ablaufen, wenn das kleine Faultier quasi in der Mutter heranreift. Wir deaktivieren das Ganze nochmal, das mache ich nochmal zu einem anderen Zeitpunkt, wenn ich auch dafür Zeit habe, mich um das Baby zu kümmern. Was ihr auf jeden Fall machen könnt, wenn ihr mit S Plus spielt, also PC-Spieler seid oder nicht auf einem offiziellen Server spielt, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr mit der Hatchery spielt, ist ein S Plus Objekt und das ganze Ding sorgt dafür, dass ihr einmal den Buff bekommt, den ihr durch einen Oviraptor bekommt, sehen wir hier durch die Eier, die über den Dinos aufblinken und außerdem macht sie folgendes, sammelt eben auch für euch befruchtete Eier ein, das heißt alles, was ihr jetzt hier dann paart, wird eingesammelt, das ist schön, wenn ihr auf dem Server spielt und offline seid, dann funktioniert das Ganze eben auch noch eigenständig. Wenn ihr jetzt auf einem offiziellen Server spielt oder auf der PS4-Xbox One, würde ich das so machen wie jetzt bei den Megatheriums, wie ich das eben auch mache, immer nur wenn ich die Zeit dazu habe, verpaare ich die Dinos eben und kümmere mich dann um das Ei bzw. um das Baby, was da rauskommt. Wenn ihr also die ganze Zeit einfach eure Dinos aufpaaren lasst, kann es sein, wenn ihr auf den Server kommt, dass sie sich gerade nicht mehr paaren können, ihr noch irgendwie 2 Stunden warten müsst. Das ist natürlich sehr schade und ihr habt einfach das Ei verpasst und das wäre natürlich blöd, deswegen immer ein bisschen auf die Einstellung achten, dass ihr das wirklich dann nur macht, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt oder eben die S Plus Hatchery verwenden. Kommen wir dann einmal zu dem Thema, was sind Mutationen? Das ist wahrscheinlich so das Thema, was die meisten Leute eben interessiert und jetzt wird es auch richtig spannend. Also das war eben nur so die Grundlage für die Leute, die nicht wissen, was sie tun müssen. Kommen wir zu Mutationen und das sind im Prinzip
Mutationen, was ihr hier schon seht. Das sind sogenannte Farbmutationen. Also das Ganze hat mal angefangen mit einem normalen Ankylosaurus. Und daraus sind dann verschiedene Farben mutiert, die ich euch mal so ein bisschen zeigen kann. Hier haben wir so ein bisschen Grün drauf, sieht man nicht so gut. Wir haben hier ein bisschen pinke bzw. lila Beine, da nochmal ein bisschen Blau und Türkis dran. Und man kann die Farben eben auch kombinieren, wie wir hier schon sehen. Und ja, das sind eben die Farbmutationen, die passieren zufällig. Die sind eben nicht immer sichtbar, weil die Dinos bzw. in dem Spiel gibt es 6 Farbflächen, die eine Farbe bekommen kann. Und bei den Ankylos haben wir das große Glück, dass die Ankylos eben 6 verschiedene Farbregionen auch tatsächlich benutzen. Sie sind eben nicht sichtbar, wenn die Tiere nur 4 oder 2 Farbregionen benutzen und die Farbe dann eben nicht auf die entsprechende Region kommt. Zum Beispiel bei den Megatheriums ist es eben so, dass diese nur 2 verschiedene Farbregionen haben, auf die dann auch eine Mutation kommen kann. Das sind einmal hier so die Hände, Füße und das Maul und das Fell. Bei den Ankylos sieht das dann anders aus. Da haben wir einmal eben den Bereich, den ihr jetzt hier lachsfarben sieht. Wir haben sogar bei den Stacheln 2 verschiedene Farbregionen. Einmal die Spitzen und einmal eben der große Teil. Wir haben einmal die Beine zweigeteilt, wie ihr hier seht, mit dem Blau und mit dem Pink nebeneinander. Und dann noch einmal die Region, die jetzt hier schwarz ist quasi. Also auf dem Rücken haben sie auch nochmal 2 Regionen. Außerdem gibt es dann eben noch die sogenannte Stat-Mutation. Das heißt, ein Wert in einer Kategorie, zum Beispiel Leben oder Gewicht, mutiert. Und wenn dieser Wert mutiert, dann bekommt er 2 Level dazu. Und das heißt, das Level des Dinos steigt dann auch um 2 an. Das können wir uns jetzt einmal hier eben angucken, wenn wir einmal unser Super Spyglass rausnehmen. Und da sehen wir eben, dass unser weiblicher Ankylosaurus 31 Punkte verteilt hat auf Gewicht. Und wenn wir dann einmal weitergehen auf den Level 219er, sehen wir, dass da eine Mutation stattgefunden hat. Da sind nämlich 33 Punkte auf Gewicht verteilt. Im Übrigen ist es so, dass die Farbmutation und die Stat-Mutation immer parallel ablaufen. Ist also eine Farbmutation vorhanden, ist definitiv auch eine Stat-Mutation vorhanden, ist eine Stat-Mutation vorhanden, ist auch eine Farbmutation vorhanden. Allerdings sieht man die ja nicht immer. Um nochmal so ein paar Zahlen reinzuschmeißen, die Chance auf eine Mutation liegt bei 7,5%. Ihr könnt bis zu 3 Mutationen gleichzeitig bekommen, allerdings sinkt die Chance drastisch, dann auch schon 2 zu bekommen, denn da liegt sie bei 0,1% und die Wahrscheinlichkeit, 3 Mutationen auf einmal zu bekommen, liegt bei 0,001%. Wenn ihr euch jetzt also fragt, wie bekomme ich denn die ganzen Mutationen, brüten, also paaren, brüten und mit etwas Glück kommen dann eben Farben dabei raus. Ich meine, das, was jetzt hier steht an Farben, das sind ungefähr 2 Wochen Arbeit gewesen. Dann kommen wir zu dem Thema, wie erkenne ich denn die Mutationen? Das ist natürlich auch eine Frage, die man sich stellt bei den Mutationen. Wie erkennt man das Ganze? Und das ist relativ leicht. Also bei einer Farbmutation, wenn sie denn auf einer Region ist, die dann von dem Dino auch benutzt wird, ist es ja sehr, sehr eindeutig, denn die Farben sind ja sehr knallig. Übrigens werden Farben aus allen möglichen Farben, die es in der A gibt, ausgewählt, meistens im Bereich von 0 bis 18. Ich blende euch nochmal ein Bild ein dazu, damit ihr auch seht, welche Farben das ungefähr sind. Es können aber eben auch Farben mutieren, die bereits auf dem Dino sind, beziehungsweise die der Dino auch schon in der Natur haben kann. Deswegen ist es nicht immer offensichtlich. Außerdem könnt ihr natürlich die Mutation erkennen, indem ihr zum Beispiel mal guckt, hier Level 217, 219, whoops, 2 Level mehr, muss mutiert sein, also daran könnt ihr das auch erkennen. So, und deswegen ist es nämlich auch so wichtig gewesen, mal die Werte am Anfang zu notieren. Wenn ihr kein Super Spyglass habt, dann so könnt ihr nämlich auch überprüfen, welcher Wert ist denn überhaupt mutiert. Wir können natürlich jetzt hier einmal rübergehen und sehen, aha, das ist der Gewichtswert eindeutig. Da sind 2 Punkte oben drauf gekommen. Wenn ihr, wie gesagt, kein Super Spyglass habt, müsst ihr die euch zwingend notieren, sonst könnt ihr nicht verfolgen, welcher Stat mutiert ist. Und um auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr auch einfach mal in das Inventar eures Dinos gehen und hier unten ist eine Schaltfläche mit Vorfahren anzeigen. Und da sehen wir hier oben links und rechts die Vater- bzw. Mutterlinie. Und auch die zufällige Mutation. Und da könnt ihr natürlich auch raufgucken, um zu überprüfen, ob ein Dino denn eine Mutation hat. Das ist also quasi so die dritte Möglichkeit, die ihr habt, um zu überprüfen, ob da eine Mutation stattgefunden hat, beziehungsweise um zu sehen oder um sie zu erkennen. Kommen wir dann zum weiteren Thema, wie kann ich denn Mutationen stapeln bzw. kombinieren? Und das ist mit Farbmutation tatsächlich relativ einfach. Ihr braucht einfach eben nur ein Männchen und ein Weibchen, auf dem jetzt schon eben eine Farbe mutiert ist. Ihr könnt natürlich auch einfach den Ausgangsdino nehmen, mit dem ihr dann ursprünglich mal, mit dem ihr ursprünglich gezüchtet habt. Das heißt, wenn ihr jetzt einfach die Farbe noch auf einem weiteren Dino haben wollt, dann könnt ihr die einfach verpaaren und die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall über 55% oder um die 55%, dass die Farbe dann übernommen wird. Oder ihr kombiniert einfach die verschiedenen Dinos, so wie wir das hier gemacht haben. Da haben wir zum Beispiel den Lachsfarbenen einfach mal kombiniert mit den pinken Beinen. Wo haben wir ihn denn? Genau, hier haben wir den Lachsfarbenen. Dabei kommt dann eben Folgendes raus. Ihr müsst ein bisschen
bisschen Glück haben, dass dann tatsächlich auch beide Mutationen übertragen werden, beziehungsweise es werden definitiv beide Mutationen übertragen, aber es ist nicht immer so, dass sie auch sichtbar sind. Also es kann durchaus sein, dass eine Mutation eben auch angezeigt wird im Zähler, in dem Menü, was ich euch eben gezeigt habe hier, aber sie muss nicht als Farbe auftauchen. Das kann tatsächlich auch passieren, das heißt, da müsst ihr wieder ein bisschen hin und her paaren und dann ist das ganze Problem auch gelöst. Wie ihr Stats zum Beispiel stapeln könnt, da komme ich gleich nochmal zu, das ist nämlich ein Thema, um das es auch geht, wenn es heißt, wie kann ich denn Super-Dinos züchten? Also das ganze Farbmutationsthema ist abgeschlossen, das ist also völliger Zufall. Um nochmal eben abschließend was dazu zu sagen zum ganzen Farbmutationsthema. Es ist Zufall, was passiert. Die Chance liegt also bei 7,5% und ihr könnt es nicht beeinflussen. Ja, ihr könnt nicht die Möglichkeit oder die Chance oder Wahrscheinlichkeit, wie auch immer, erhöhen, dass eine Mutation passiert. Das funktioniert nicht. Es ist nicht irgendwie A-Knopf-Spam wie beim Pokémon-Fangen oder sowas. Klappt nicht. Das geht nicht. Da müsst ihr einfach ein bisschen geduldig sein und auf euer Glück hoffen. So, wenn ihr es aber nicht nur Farbmutationen haben wollt, sondern auch daran interessiert seid, richtig starke Dinos zu züchten, beziehungsweise hochlevelige Dinos, dann müsst ihr euch erstmal ein vernünftiges Zuchtpaar erpaaren. Und wie das funktioniert, zeige ich euch einmal. Weiterhin am Beispiel der Ankylos. Also der Dino hier vor mir war der erste Dino, den ich auch genommen habe. Also den habe ich gezähmt. Das war mein Männchen. Und weiter hat mir der Gewichtswert, glaube ich, ganz gut gefallen. Und auch der Angriffswert. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ist jetzt quasi mein Versuchskaninchen gewesen. Beziehungsweise alle Ankylos waren meine Versuchskaninchen für die ganze Reihe hier. Ich kann nochmal reingehen. Also Vorfahren anzeigen. Das sind wilde Vorfahren und ich hatte das Level 74er Weibchen hier auf der Seite. Gehen wir auch nochmal rein. Wilde Vorfahren. Die Werte sind, glaube ich, halt totaler Müll. So, ja, definitiv. Habe ich nur genommen, weil ich ein Weibchen brauchte und ich wollte unbedingt züchten und das ausprobieren und das Video für euch machen. Ich glaube, es war auch ganz sinnvoll. So, auf jeden Fall habe ich dann eben den 217er mit dem Level 74er gepaart. Ja, es ist hier ein anderer, macht aber nichts. Es ist genau dasselbe Spiel. Ich habe sie so lange gepaart, bis ich zwei Level 217er Dinos hatte mit exakt den gleichen Wert. Im Prinzip hätte es schon gereicht, wenn der Gewichtswert und der Angriffswert gleich gewesen wären. Aber wir haben hier tatsächlich mit exakt gleichen Werten die Dinos. Das ist wichtig, weil so könnt ihr ein bisschen den Zufallsgenerator ausschalten bei Ark. Weil wenn ihr jetzt diese Dinos paart, ist die Wahrscheinlichkeit also 100%, dass ein Dino mit exakt den gleichen Werten rauskommt. Weil bei Ark ist es so, wenn wir zum Beispiel diese beiden Dinos paaren würden, den 74er und den 217er, dann wird jeder Wert ausgewürfelt. Das sind ja insgesamt 7 Werte. Und Ark entscheidet zufällig, welcher Wert übernommen wird. Ob es der schwächere oder der stärkere Wert in den Dino übernommen wird. Und die Chance liegt bei 55%, dass der bessere Wert übernommen wird. Und natürlich ist da immer ein bisschen Zufall mit bei. Deswegen, wenn ihr euch eben ein Zuchtpaar erstellt habt, was exakt die gleichen Werte habt, habt ihr das schon mal komplett raus. Und könnt wunderbar Dinos züchten. Also, wie erstelle ich ein perfektes Zuchtpaar? Ihr paart so lange eure Dinos, die ihr euch rausgesucht habt. Da habe ich euch ja gezeigt, wie das geht. Und paart sie so lange, bis ihr ein Männchen und ein Weibchen habt, was exakt die Werte hat, die ihr haben wollt. Das ist euer Paar, mit dem könnt ihr weiter züchten. Ihr könntet jetzt sogar noch weitergehen, wenn ihr jetzt sagt, hier, das ist unser perfektes Männchen, könnt ihr den einmal umbenennen und würden den einmal in Perfekt M umbenennen und 00. Die 00 steht für die vorhandene Mutation und das sind hier dann eben genau 0, weil das Tier eben ein wildes Tier ist und daher noch nicht mutieren konnte, zumindest nicht in unserer Hand. Dasselbe Spiel nochmal mit dem Weibchen und das ist dann hier Perfekt W00, weil da eben auch keine Mutationen drauf sind. Was ihr mit diesem Zuchtpaar jetzt anstellen könnt, ihr könnt jetzt einfach weiterhin Dinos züchten, die exakt dieselben Werte haben und hoffen, dass sie zum Beispiel Farbmutationen bekommen, wobei sie ja dann auch immer gleichzeitig Stat-Mutationen bekommen und könnt euch so einfach bunte Dinos züchten, die einen relativ hohen Level haben und einen guten Nutzen für euch dann auch haben, weil sie eben vernünftige Werte haben. Ist also ein bisschen Glück und Zufall, den ihr da braucht. Klappt aber auf jeden Fall. Ging auch relativ schnell, dieses Pärchen zusammenzustellen. Einfach ausprobieren, so lange paaren, bis es geht. Ihr könnt sogar, wenn ihr einen Levelunterschied habt, immer wieder das nächsthöhere Tier nehmen, um diesen Levelunterschied auch auszugleichen, dann nähert sich das irgendwann an, weil wie gesagt, ich habe hier mit Level 74 gezüchtet und habe dann auch immer ausgetauscht, dass das immer sich mehr angenähert hat, macht auf jeden Fall Sinn. Müsst ihr dann gucken, wie ihr das dann weiter verpaart, ob ihr dann Männchen oder Weibchen rausbekommt. Bei uns wäre es jetzt wichtig gewesen, dass wir einfach ein Weibchen rauskriegen mit einem hohen Level und das weiter verpaaren können, so dann immer die Werte übertragen werden. Kriegt ihr auf jeden Fall hin. Ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, denn das ist es eigentlich nicht. Denn was ich jetzt gelernt habe, ist, dass Züchten auf jeden Fall auch viel Ausprobieren einfach ist.
Natürlich kann man die Grundlagen des Züchtens irgendwie lernen, aber ich glaube, man kann immer wieder neue Sachen lernen. Was ich einfach hier nochmal zeigen möchte, ist, das sind so die Dinos, die dabei rausgekommen sind auf dem Weg zu dem Pärchen von Ankylos, mit dem ich dann tatsächlich züchte. Und hier habe ich dann immer wieder den nächsthöheren Dino sozusagen genommen, bis das Level sich angeglichen hat und die Werte auch dann tatsächlich zum Schluss perfekt waren. So funktioniert das Ganze auf jeden Fall. Ich weiß, es kann sehr verwirrend sein. Ich versuche das irgendwie so einfach wie möglich zu machen. Merke aber selber jetzt gerade beim Aufnehmen, dass es schon schwieriger ist auf jeden Fall, das ziemlich einfach rüberzubringen. Gut, das ist auf jeden Fall das. So, das ist das Wichtigste, was ihr wissen müsst, wenn ihr vernünftige Dinos züchten wollt. Und vor allem Super-Dinos, weil das ist so die Grundlage dafür. Und dann kommen wir auch zum Thema, wie züchte ich Super-Dinos? Dafür braucht ihr auf jeden Fall erstmal euer Pärchen, Perfect M und Perfect V und null Mutationen vorzuweisen hat. Vielleicht sollte ich euch kurz nochmal den Begriff Super-Dinos erklären. Super-Dinos sind einfach Dinos, die sehr, sehr hohe Werte haben und einen sehr hohen Level haben und dadurch einfach extrem stark sind. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt Super-Dinos haben wolltet und wir stellen uns einfach mal vor, dass wir jetzt ein tolles Pärchen Rex, ja, ein tolles Rex-Pärchen, was wir hier vor uns stehen haben und die paaren wir jetzt so lange, bis eine Mutation stattfindet und zwar auf dem Wert, den wir haben wollen. Im Fall von Rexen, beziehungsweise ich mache es jetzt einfach mal an dem Beispiel der Ankylos, wäre das zum Beispiel Gewicht, weil wir wollen ja ganz viel mit denen tragen oder eben Angriffskraft. Und das ist zum Beispiel hier passiert, auf dem Kollegen. Der ist dann 2 Level angestiegen und sein Wert ist auch um 2 Punkte angestiegen bei Gewicht, wenn wir das jetzt mal vergleichen. Wenn wir jetzt hier auch reingehen, da dürften auf jeden Fall mehr Mutationen drauf sein als eine. Ah, nee, doch nicht. Dann sehen wir jetzt hier, dass er hier eine Mutation genau hat und diese Mutation ist eben dann die Mutation auf dem Wert gewesen. Eine Farbmutation müsste auch mit dabei gewesen sein, allerdings kann es eben sein, dass es eine Farbe ist, die auch einfach schon vorkommt bei den Ankylos und deswegen jetzt nicht besonders auffällig ist für uns. Und was wir jetzt machen würden, um Super-Dinos zu züchten, ist folgendes. Wir würden jetzt unser Männchen nehmen und benennen das erstmal um. Und zwar in M für Männchen. Können wir noch ein G einfügen für Gewicht und dann einmal 1. 0. Unser Männchen mit Gewicht und es hat eine Mutation jetzt auf diesem Wert. Und was wir jetzt als nächstes machen würden, wir würden jetzt unser Männchen nehmen mit der einen Mutation auf Gewicht und würden das mit unserem Ursprungsweibchen wieder paaren. Warum machen wir das? Wir machen das, weil wir so den Wert steigern können von unserem Dino. Das heißt, wenn wir den jetzt mit unserem Weibchen wieder verpaaren, müssen wir darauf warten, dass die Mutation eben übernommen wird, was in jedem Fall passiert. Allerdings, habe ich ja gesagt, wird sie nicht immer angezeigt. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass wir unser Männchen, was jetzt auf Level 219 ist, mit unserem Weibchen auf 217, dass wir das paaren und dass da ein 217er Dino rauskommt, aber dann eben im Menü steht, dass er eine Mutation hat, die für uns aber nicht ersichtlich ist. Im Idealfall würde dann ein 221er Dino rauskommen, der dann auch wieder eine Mutation auf dem Wert Gewicht hat. Weil wenn die Mutation übernommen und angezeigt wird, dann würde sie bei 35 rauskommen. Wenn wir uns jetzt mal den 221er Ankylo angucken, dann sehen wir, okay, er ist zwar Level 221, hat aber nicht die Mutation auf Gewicht. Warum ist das so? Weil ich einfach nicht drauf geachtet habe. Hier haben wir einfach die Mutation auf dem Ausdauerwert. Das heißt, hier sind dann Eltern gewesen, die beide auf Level 219 waren. Und dieser Dino ist einfach neu mutiert und hat die anderen Mutationen nicht angezeigt, wie eben hier den Gewichtswert. Es ist aber eben, wie gesagt, möglich, dass er diese stackt und ihr züchtet so lange weiter, bis ihr den Wert da drauf habt. Also dann müsst ihr nur darauf hoffen, dass eben die Mutation angezeigt wird. Und dann würdet ihr ihn jetzt wieder nehmen, wenn ihr hier einen 221er habt, würdet ihn wieder umbenennen in W für weiblich, G für Gewicht und dann die 2-0 für die Mutation. Ja, ich weiß, der Wert ist jetzt eben auf Ausdauer gewesen, aber wir stellen uns das jetzt mal im Idealfall vor. Wir würden dann eben dieses Weibchen nehmen und dann paaren mit unserem männlichen Perfekten, weil das ist ja das Gegenstück dazu und würden wieder warten, bis das Ganze dann bis auf 223 steigt und auch der Wert angezeigt wird. Das heißt, wir müssen dann hier im Idealfall bei 37 Punkten im Gewicht sein. Und so geht es dann eben weiter, bis da ein 223er rauskommt, der dann wieder den Wert hat, wie gesagt. Und wenn ihr das Ganze eben sauber macht, habt ihr dazwischen auch keine Lücken. Also keine Lücken im Sinne von, ein Wert wurde nicht übernommen oder wird nicht angezeigt. Also ich versuche es nochmal zusammenzufassen und ein bisschen klarer zu machen, weil mir, wie gesagt, selber auch für dem Video, dass es nicht so leicht ist, das zu erklären. Ich habe mich natürlich schon ein bisschen eingelesen in das Thema und versuche es trotzdem so einfach wie möglich zu machen. Also unser Ursprung ist auf jeden Fall unser Pärchen, das perfekte Männchen, das perfekte Weibchen, beide mit null Mutationen. Die verpaaren wir dann und hoffen, dass das Kind sozusagen von denen eine Mutation bekommt auf einem Wert, den wir gerne hätten. Zum Beispiel Melee Damage oder Gewicht. Wenn das der Fall ist, dass wir eine Mutation in diesem Bereich bekommen, nutzen wir dieses Tier weiter und benennen es eben entsprechend um, damit wir das Ganze auch überblicken können. Das heißt, das Level steigt um 2 an und der Wert dementsprechend auch um 2 Punkte. Dieses Tier nehmen wir dann wieder und paaren das mit einem
der ursprünglichen Dinos, je nachdem, ob es männlich oder weiblich ist. Das machen wir so lange, bis hier in unserem Fall ein Dino mit Level 221 rauskommt und 35 Punkten auf Gewicht. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass das passiert. Ihr müsst halt ein bisschen Geduld haben. Aber die Mutationen werden in jedem Fall weitergegeben. Das heißt, dieser Wert wird auf jeden Fall weitergegeben. Und wenn er sich zeigt, wird er auf 35 springen, weil diese Mutationen sind stapelbar. Die Werte stapeln sich. Dadurch könnt ihr eben einfach sehr, sehr gute Dinos züchten. Das ist das ganze Prinzip dahinter. Das sorgt eben dafür, dass ihr auf dem Zähler dann nur auf einer Seite Zahlen stehen habt. Das heißt, das wird hier irgendwann bei 20 sein und das hier steht bei 0. Was sehr gut ist, weil theoretisch könntet ihr dann hier immer noch weitere Mutationen aufbekommen, solange auf dieser Seite das Ganze bei 0 steht, beziehungsweise bei 19. Dann sind immer noch Mutationen möglich. Auf jeden Fall stellt sich jetzt natürlich noch die Frage, ja, aber ich will ja nicht nur Gewicht haben, sondern vielleicht auch wirklich noch Melee-Damage dazu. Dann wartet ihr so lange, bis ihr aus diesen zwei Dinos ein Dino bekommt mit einer Mutation auf Melee-Damage. Und paart diesen auch immer wieder zurück, solange bis ihr auch 20 Mutationen auf einer Seite habt. Genau in demselben Prinzip wie mit dem Gewicht davor auch. Wenn ihr dann zum Schluss zwei Dinos raus habt mit 20 Mutationen auf Gewicht, 20 Mutationen auf Damage zum Beispiel, dann paart ihr die. Und dann müsst ihr da wieder hoffen, dass die Mutationen übernommen werden, was sie sind. Sie werden übernommen, aber dann müsst ihr da hoffen, dass sie sich eben auch zeigen. Und dann habt ihr den Super Dino rausbekommen. Hört sich, glaube ich, alles komplizierter an, als es ist. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr viel ausprobieren. Also im Prinzip ist das Ding mit den Super-Dinos so, dass ihr viel warten müsst, ein bisschen Glück haben müsst. Ich glaube, der erste Schritt, eben hier die Mutation zu bekommen auf den Wert, den ihr tatsächlich braucht, ist der schwierigste Schritt. Danach ist es einfach, weil ihr müsst sie nur noch zurückpaaren, die ganze Zeit, um den Wert zu stapeln und dann müsst ihr einfach nur warten, bis sich die Mutation eben zeigt und könnt so weiterpaaren. Ich hoffe, das ist soweit klar geworden. Gerne in die Kommentare schreiben bei Fragen. Ich versuche, alles zu beantworten. Wenn ich das nicht kann, weil ich es nicht weiß, werde ich euch das auch schreiben, sodass jemand anderes antworten kann. Es wird sich bestimmt der ein oder andere finden, der deutlich mehr Ahnung hat von dem Thema. Aber im Prinzip ist das so die Dino-Zucht. Das ist das Prinzip dahinter. So funktioniert das Ganze und so funktioniert es auch mit Super-Dinos. Es bleibt jetzt noch ein Thema übrig und zwar Imprinten. Prägen. Den Dino prägen. Und muss man das bei Super-Dinos machen und muss man das in dieser ganzen Zuchtreihe machen? Nein, muss man nicht. Muss man nicht. Muss man das perfekte Männchen und das perfekte Weibchen imprinten? Nein, müsst ihr nicht. Das könnt ihr zum Schluss machen, wenn ihr eure Super-Dinos raus habt. Wenn ihr die Dinos raus habt, mit denen ihr wirklich kämpfen wollt, mit denen ihr umherziehen wollt, dann prägt die auf jeden Fall. Weil mit der Prägung fällt sich das ähnlich wie mit den Leveln, die ihr eben hinterher draufpackt, nach dem Zähmen. Die Werte, die durch die Prägung oben raufkommen, werden nicht mitvererbt. Deshalb könnt ihr euch eine Menge Zeit sparen, wenn ihr die Prägung also erst bei den Dinos macht, die ihr wirklich auch nutzen wollt. Und damit habe ich Prägung eigentlich auch schon erklärt. Das heißt, wenn ein Dino schlüpft, vielleicht finden wir eben noch ein Ei, könnt ihr den auf euch prägen. Dann folgt er euch und dann müsst ihr ihn füttern und euch um ihn kümmern. Und in einem gewissen Zeitintervall verlangt er von euch einige Dinge, wie zum Beispiel, er möchte jetzt spazieren gehen oder sein Lieblingsessen haben oder. Und wenn er die dann, wie gesagt, auf 100% prägt, dann bekommt ihr einen Boost auf die Werte, die ihr habt. Das heißt, ich hatte, glaube ich, bei einem Ankylo 100%, also ich hatte 100% mehr Schaden. Das heißt, es ist auf jeden Fall lohnenswert, aber nur bei den Dinos, die ihr wirklich auch nutzen wollt. Sonst ist es einfach vergebene Liebesmüh. Nochmal eine kleine Info eingeschoben, die ich jetzt aufnehme, nachdem ich das eigentliche Video schon aufgenommen habe. Ihr müsst euch unbedingt, bevor ihr das Baby imprintet, also klar, ihr könnt es auf euch prägen, aber bevor ihr einen weiteren Imprint macht, unbedingt müsst ihr euch die Werte notieren, die dieses Baby hat, beziehungsweise wenn ihr Werte vergleichen wollt, dann in diesem Moment. Wann anders geht es nicht, weil durch den Imprint werden die Werte einfach verfälscht. Eine weitere Sache, die ich leider auch vergessen habe zu sagen, wenn ihr jetzt nur versucht, mit einem perfekten Männchen und einem perfekten Weibchen versucht, Mutationen rauszubekommen, ist das Ganze eine langwierige Geschichte, weil ihr dann irgendwie alle 4 Stunden mal ein Ei habt, was schlüpfen kann. Ihr könnt mehrere perfekte Weibchen nehmen. Das Männchen kann immer, ja, das kann sich immer paaren, die Weibchen nicht, die müssen ein bisschen warten. Wenn ihr jetzt aber mehrere davon habt, 5, 10, 15, keine Ahnung, dann habt ihr natürlich die 15-fache Chance, da auch dementsprechend Mutationen rauszubekommen. Also würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, ein paar mehr Weibchen zu nehmen, damit ihr den ganzen Prozess eben ein bisschen beschleunigen könnt. Ja, das war's im Prinzip mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben in der Vorarbeit. Ich glaube, das Video bekommt insgesamt oder hat insgesamt eine angemessene Länge bekommen. Sollte auf jeden Fall sehr informationsreich sein. Ich habe versucht, die unnötigen Dinge rauszulassen und wirklich euch die Informationen zu vermitteln,
die ihr braucht, damit ihr loszüchten könnt. Da geht die Fackel kaputt, ist kein Problem. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Wenn du mehr sehen willst, kannst du auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Hier sind einige Videos rund um Ark schon auf dem Channel, die auf jeden Fall auch hilfreich sind. Und es kommen immer mehr dazu. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und...